will, dass die Horde Tag und Nacht auf diese Frau gehetzt wird. Ich bin also... Wer, denken, was? Ich mich fühle. Wie heißt du denn auf Elijah-Seite? Ich heiße Croft. Naja, und wen sollen wir ganken? Weißfuchs. Ist wen? Auch ein Hunter. Ich schreib's dir gleich im Spielmoment. Aber das Problem ist nicht nur sie, auch ihr Freund. Und der Leader, der sie mitgenommen hat. Das Problem ist, sie ist zwar grün equipped, aber der Leader, der ist Route 2 und ihr Freund auch. Das ist ja mies, ne? Ja, das ist ja das Problem. Ich will wirklich, dass die Tag und Nacht gegankt wird und dann hat mir irgendwer gesagt, ich soll mich an dich wenden. An mich wenden? Damit wir die Tag und Nacht ganken. Was kriegen wir denn dafür? Was hättest du denn gerne? Was kannst du denn anbieten? Sag, was du willst. Ja, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Ja. Was kann ich dir anbieten? Ich habe keine Ahnung. Was hast du denn? Erklär nochmal genau den Disput zwischen dir und der anderen. Das Problem ist, ich bin länger in der Gilde drin. Wurde aber nicht mit BWL genommen. Dann wird sie mit BWL genommen, obwohl sie noch grünes Equip hat. Und dann frage ich den Leader, warum er sie mitnimmt. Und dann sagt er, weil ich sie testen will. Ja, tut mir leid, man testet keine grüne Krypta in BWL, man testet sie in Zul'Gurub. Weil das war mir gegenüber einfach total unfair. Und ein anderes Mal, ich war AFK, hat er mich nicht mit BWL genommen, weil ich AFK war. Hat er einen mitgenommen, der nicht in der Gilde war. Und hat ihn komplett ausgerüstet. Toll. Sehr nett. Und ehrlich gesagt finde ich das einfach total unfair, weil die gehen Nax und ich habe schon total viele Nexus-Kristalle für Nax gespendet, weil die das ja brauchen. Da kommt irgendwie nichts zurück und das finde ich einfach total unfair. Ich zahle immer Gildenkasse, ich mache alles und trotzdem werde ich so mies behandelt. Und das kotzt mich an. Also, von welcher Gilde seid ihr denn? Mr. Felseros. Wie heißt der Typ nochmal denn? Das wäre Ghost Rider, Weißfuchs und Morgua. So. Wer hat dir denn gesagt, dass wir uns darum kümmern? Naja, irgendjemand hat mir gesagt, dass du total angepisst bist, weil ihr einen BWL-Run hattet und der nicht gut lief. Dass du, keine Ahnung, dass du vielleicht deine Wut rauslassen willst. Also. Ja, wie alt bist du eigentlich? 19. Ach so. Und woher kommst du? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz? Ja. Zufällig aus der Nähe von Basel? Nee, Zürich. Warum? Nur so, wir haben hier noch einen, der aus Basel kommt. Hättest du den ja kurz besuchen können. Wozu? Auf jeden Fall können wir natürlich gerne machen. Das ist ja gar kein Problem, für sowas sind wir ja da. Nee, das ist einfach wichtig, wenn ich mit ihr dabei bin, dass ihr mich in Ruhe lässt und genau nur sie angegriffen wird.
Also, damit ich das jetzt richtig verstanden habe. Die nennen dich nicht BWL. Dann bist du angepisst, suchst irgendeinen Hortler, der möglichst auch angepisst ist. Und dann willst du, dass die den töten. Die drei jetzt. Den Ghost Rider, den Weißfuchs und den Morgur von genau. Mist of Etzeroth. Ja, genau. Machst du das eigentlich öfter? So. Einen habe ich dazu gebracht, mit WoW aufzuhören. Wie hast du das denn gemacht? Auch die Horde drauf gehetzt. Tag und Nacht. Wen denn? War mal so angepisst. Das war Xam. Ein Tank. Da war der so angepisst und hat dann aufgehört und jetzt hat er mit Gothica 3 angefangen. Ja, oder wie das auch immer heißt. Irgendwie so. Schon gemein, irgendwo. Ich weiß, ich bin rachsüchtig. Es geht mir einfach darum, ich will nicht, dass die Frau mir alles wegnimmt. Naja, nimmt sie ja auch noch den Mann weg, ne? Wer? Stahltrage. Nein, das glaube ich nicht. Die Frau sieht schrecklich aus. Sie sieht richtig scheiße aus, aber so ein richtiges Kackfass? So richtig grottig, ja, ja. Oder was? Unterm Strich, oder? Ja, ist echt so hässlich, dass schon selbst die Hunde vor der weglaufen. Ja. Achso. Kann ich mir gut vorstellen. Und das greift einfach mein Ego an. Ja. Ja, total verstehen. Ja gut, ey, wir werden dann auf jeden Fall mal gucken, was wir da machen können. Wo sind die denn momentan? Nee, ihr könntet auch erst morgen damit anfangen. Das ist nicht so schlimm, weil ich müsste uns erst umloggen. Ach so. Wer ist denn uns? Wie? Wer ist denn uns? Wieso hast du... Du hast doch gesagt, ich müsste uns erst umloggen. Wer ist denn uns? Also, ihr. Unser, euer, ihr. Mehr. Ich hab nicht uns gesagt. Doch, du müsstest uns erst umloggen. Ja, mein Freund ist zwar hier, aber ist mit dem Rücken zu mir. Ach, und dein Freund? Dein Freund? Wer ist denn dein Freund? Mein Freund ist ein Magier. Aber auf den will ich die Horde nicht hetzen, sonst habe ich ein Problem. Er sitzt ja hinter dir, ne? Ja, doof, ne? Mhm. Wie heißt denn der? Er heißt Urashal. Obwohl ich eigentlich sauer auf ihn sein sollte, weil sein Laptop heute nicht mal funktioniert hat, war ich 2 Minuten lang in der Küche mir was zu essen holen. Komme ich zurück, er hat sich auf meinen PC eingeloggt. Das sind schon tiefliegende Probleme. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Versteh mich doch bitte, ich bin einfach sauer. Du hörst dich auch ziemlich sauer an, so auf jeden Fall. Ich bin so sauer, dass ich nur noch lachen kann. Also damit ich das richtig verstehe. Du hast also jetzt... Konntest heute nicht mit BWL. Weil irgendeine andere Frau, die nee, aussieht... Nee, Nax konntest du... Ach, du konntest Nax nicht mit. Und sie schon. Dabei hat sie noch nicht mal ein einziges T2-Teil. Ich denke BWL. Gerade ging es doch noch um BWL. Grünes Equipment. BWL antesten. Ja, so Schulung-mäßig. Ja, schon klar. Ja, ich guck mal, was ich da tun kann, ne? Wir sehen uns auf jeden Fall, bestimmt. Peter, du hörst auf jeden Fall noch von uns. Ne, wir sind hier bestimmt, ich komme hier nochmal aufs TS und dann komme ich nochmal darauf zurück. Alles klar? Moment. Ich schreibe mir den Namen lieber auf.
Genau. Schreib dir meinen Namen lieber auf. Das ist auch schwierig. Das ist auch ein schwieriger Name. Sowas kann man sich nicht merken, so wie Weißfuchs oder Ghost Rider oder Morgur. Du bist mir auch nicht auf die Eier gegangen. Ja, das wäre auch ziemlich schwierig, hätte sich ziemlich schwierig gestalten lassen können, einer Frau auf die Eier zu gehen. Anderes Thema ist das auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall hat jemand gesagt, ich soll mich an dich wenden, weil ihr sowas gerne macht. Hab ich verstanden. Ja, wir nehmen da normalerweise auch Geld für. Also uns hat man schon mal dann so ein, zwei Sümmchen überwiesen auf so ein Festgeldkonto. Aha. Was wärt ihr denn bereit, so zu bezahlen? Ich kann dir Gold im Spiel schicken. Gold im Spiel schicken? Wie viel denn ungefähr? Um was für Summen handelt es sich denn hier? Also warte. Du machst Ehre. Was mache ich? Und du würdest mir eine Freude machen. Ich mach Ehre? Ja, wenn du alles gängst. Ich brauche keine Ehre mehr. Ja, okay, über das reden wir noch. Muss überlegen, was ich hier geben kann. Gut, gut. Ja, hast du da meinen Namen aufgeschrieben? Ja, habe ich. Alles klar, damit ich mal weg hier kurz. Okay, mach das. Bis dann. Bis nachher.